Ja, ist in Ordnung. Ich nehme die Musik raus. Das hier ist das Video, was ich schon mal hochgeladen hatte mit Musik. Und die Musik war zu laut, ich weiß. Und das hat unheimlich viele genervt. Und ich habe es in den Kommentaren gelesen. Das ist jetzt, was kommt, das gleiche Video, was ihr schon mal kennt, nur eben ohne Musik. Viel Spaß. Ja, und hier bin ich beim Indoor-Angeln. Ich habe das noch nie, das gibt es in Europa, ist glaube ich ziemlich einmalig. Und neben mir steht der Edwin und Edwin betreibt das Morgen. Indoor-Angeln. Edwin, seit wann machst du das jetzt? Fast seit 2 Jahren. Fast seit 2 Jahren. Und hier kann jeder hinkommen mit oder ohne Angelschein. Nicht nötig an Angelschein. Gute Laune, viel Spaß und da kommt es schon gut. Ja, super. Und Angeln und sowas, Köder können wir hier alles bei Ja, dir stimmt. kaufen. Ja. Von Teich bis Beenmade, kann man alles kaufen. Super. Und es ist ja nicht nur Indoor, sondern auch ein bisschen Ja, Outdoor-Angeln. stimmt. Draußen kann man auch noch gehen. Wir nehmen das ein Revier, kann man etwas von sagen. Das Wasser strömt ganz leicht. Ja. Man kann draußen angelen, man kann auf Lachs angelen. Im Sommer kann man auf die afrikanische Welse angelen, Super. stören. Ja. Am kommenden Jahr auch. Ja, prima. Das war doch schon mal ein super Einstieg. Und ich leg los. Wir schauen uns das an und mal sehen, ob ich die eine oder andere Forelle fangen kann. Bis gleich. So, für Kescher ist auch gesorgt. Setzkescher auch, das ist ja in Holland erlaubt. Hier soll man einen von hier mitnehmen, hat den Grund, dass da keine Krankheiten dran sind. Ja, dann machen wir das mal. So, da bin ich im Indoor-Fischrevier. Indoor, ich zeig's euch mal hier. Da ist die Decke, das heißt, wir sind hier in einem alten Gewächshaus, wie schon gesagt. Ja, und so sieht das aus. Da ist in der Mitte so eine Art Insel und hier drumrum, hier geht so der Fluss und der fließt auch, der hat ein bisschen Fließgeschwindigkeit und ja, da wurden eben 4 Forellen reingesetzt und jetzt bin ich mal gespannt, ob sich was tut. Das Problem hier, man darf nicht klassisch werfen und schleppen, weil das Ganze ist mit Teichfolie gebaut. Und der Besitzer hat Angst, dass wenn dann die Drillingshaken in die Teichfolie kommt, dass man die irgendwann so durchlöchert, dass das Wasser abläuft und die Forellen auf dem Trockenen sitzen, was schade wäre. Insofern, man darf schleppen, allerdings muss ein Schwimmer dran sein und der muss verhindern, dass der Haken so tief sinkt, dass der auf den Boden kommt. Dann geht's. Also ist so ein bisschen, naja, nicht so geil. Aber ich versuche es erstmal ganz klassisch mit Pose. Und ja, wenn sich was tut, seid ihr natürlich dabei. Jetzt aber. Das war jetzt der dritte Versuch. Komm her, meine Gute. Und wieder ein schönes Tier. Ja, das stimmt. Da ist sie. Ja, das darf natürlich nicht fehlen in Holland. Frikadell, Pommes Spezial, alles hier machbar, alles dabei, kann man hier bestellen. Dazu Cola, Kaffee, Bier, was auch immer ihr möchtet.
So, ich nehme euch nochmal mit. Also, das hier ist der Innenbereich. Da drüben geht es weiter. Natürlich gibt es hier auch eine lecker Frikadelle. Und jetzt gehen wir einmal draußen schauen, wie das da so aussieht. Ja, hier geht es also weiter. Das ist so ein Fluss. Der geht hier einmal rum. Hier gibt es dann auf der rechten Seite Lachsforellen. Wunderbar. Und da schlängelt sich der Fluss dann etwas lang und kommt dann hier wieder zurück. Ja, ich finde das eigentlich lustig. Also es ist halt völlig anders als so ein klassischer Forellensee. Aber das macht Spaß und bei schlechtem Wetter oder Wind und Sturm ist das eine echte Alternative für mich. Ja, und die nächste sieht gut aus. Läuft hier. Ja, das war's und man darf es ja nicht laut sagen, aber es hat Spaß gemacht. Es war ganz lustig. Und was genial ist, man kann sich hier die Forellen ausnehmen lassen. Man darf sie sogar nicht selber schlachten. Das ist in Holland schwierig mit dem Schlachtplatz. Die werden dann ausgenommen und eingeschweißt und das kostet 1,50 € pro Forelle. Man kann aber auch tauschen, zwei gefangene Forellen gegen eine geräucherte Forelle. Das habe ich gemacht, die werde ich mir heute Abend schmecken lassen. Und ja, ich kann es nur empfehlen, wer mal Lust hat, wirklich entspannt zu angeln, ist jetzt kein actionreicher, klassischer Angeltag, sondern hier geht es einfach darum, gemütlich zu sitzen, vielleicht eine Pommes zu essen und einen Kaffee zu trinken und ein bisschen Spaß zu haben. Dafür ist das genau richtig. Vielleicht auch mit Kindern oder mit Leuten, die bisher noch nicht geangelt haben, um einfach mal so ein Feeling dafür zu kriegen. Ich kann es nur empfehlen und ja, wenn es euch gefallen hat, die Info, dann würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen und natürlich ein Abo da lasst. Bis dann, ciao. Jawohl. Da hat es doch funktioniert. Ab ins Netz damit.